Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wirklich lange her, ist mir gerade aufgefallen. Nicht, dass das letzte Video vor einem Monat erst war, sondern dass wir schon echt lange keinen Rundgang mehr zusammen gemacht haben. Hier hinter mir seht ihr die Tomaten vom letzten Jahr noch, die habe ich immer noch nicht rausgerissen. Das kommt aber jetzt bald. Und ich habe mir gedacht, bevor die nächsten Videos kommen, werden wir jetzt einfach mal einen Rundgang machen. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Wir konnten es einfach nicht lassen. Wir haben ja gesagt, wir wollen einen neuen Stall aufbauen und dann Tiere und schön pipapo und hier und so. Ich kann einfach nicht ohne Hühner. Wir haben es ausprobiert und wollten mal aus dem Laden von anderen Bauern und hier und da Eier ausprobieren. Hat nicht funktioniert. Von eigenen Hühnern schmeckt es einfach am besten. Und deswegen haben wir uns einfach mal 5 Stück geholt. Die bleiben in der Voliere drin und da haben sie auch genug Platz. Und dann haben wir wieder unsere eigenen Eier erstmal. Bis wir den neuen Stall bauen. Das dauert ja auch noch ein bisschen. Aber 5 neue Hühner. Letztes Jahr hatte ich noch eine Weste an und da habt ihr auch sehen können, dass hier ein Küken schön auf meine Schulter gehüpft ist. Dieses Jahr wird das nicht so sein, weil bevor mir die abhauen, nein. Wir haben uns Bruteier gekauft und haben uns Bruteier in den Automaten gesetzt und haben schöne Wachteln. Ja. Sag hallo. Ja, bleib locker. Die sind jetzt 3 Wochen alt und sollten dann in 2 Wochen, 3 Wochen auch ungefähr anfangen zu legen. Unten habe ich auch noch mal welche drin. Insgesamt haben wir 12 Stück und ich muss noch rausfinden, was jetzt Hahn, was Huhn ist. Ich weiß, mit Punkten und so ist, kann man gucken. Wenn man aber noch nicht so erfahren ist wie ich, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch Wachteln. 12 Stück, 5 Hühner. Sollte erstmal für den Anfang wieder reichen und ich kann meine Wachteleierkur bald anfangen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Es hat sich noch ein bisschen was getan. Hinter mir seht ihr eine braune Fläche, kein Rasen mehr. Das hat einfach den Grund gehabt, wir haben letztes Jahr da so einen etwas größeren Schwimmpool oder Schwimmplanschbecken aufgebaut. Und das hat natürlich den ganzen Rasen kaputt gemacht. Und dieses Jahr werden wir da keinen neuen sehen, weil wir werden den wieder aufbauen. Und das lohnt sich einfach nicht, da jetzt Rasensaat rauszuschmeißen und das Geld auszugeben. Aber auf diesem Berg oder auf dieser freien Fläche lag ein riesen Berg Holz. Und der kommt von da oben. Wie ihr das jetzt sehen könnt, da so... Da war unser Sauerkirschbaum und der ist natürlich weg. Wir wollten ihn eigentlich nur schneiden lassen, haben uns aber dann doch entschieden, dass der ganz abgerissen wird, weil wir auf jeden Fall irgendwann, wenn die Zeit alles so passt, für die Kinder noch ein schönes Baumhaus da drauf bauen wollen. Einige werden vielleicht sagen, oh, Sauerkirsche, warum? Du kannst da so viel draus machen. Ja, kann man. Problem ist einfach nur das gewesen, auf der einen Seite war er tot, auf der anderen Seite war so viel ineinander geschustert, dass wir gesagt haben, nee, mach alles weg und dann ist gut. Also der weg, aber den Süßkirschbaum, den haben wir noch. Und der Süßkirschbaum ist da. Auch den haben wir jetzt geschnitten, dass er eine Ebene hat und so ein bisschen fächerweit auseinander geht. Der wird dieses Jahr natürlich nicht so viel tragen wie vorher. Aber wir behalten den Süßkirschbaum. Aus dieser Perspektive ungefähr hatten wir letztes Jahr angefangen, Quitten zu ernten oder vorletztes Jahr. Und wie ihr hinter mir sehen könnt, auch der Quittenbaum wurde beschnitten. Und dieses Jahr wird er auch nicht so viel tragen, aber es ist endlich mal wieder alles frei. Und wir hatten echt wirklich so dermaßen viel Holz hier, was Arbeit gemacht hat ohne Ende. Wir werden mal schauen, was der rumbringt dieses Jahr, aber viel wird es nicht sein. Müssen wir mal schauen. Natürlich unsere Wand mit den Weintrauben, die wird dieses Jahr wieder ganz normal bleiben. Das Einzige, was wir machen werden, wir gehen dieses Jahr schon um die Ecke rum, damit die andere Wand auch komplett voll wachsen kann. Und wir können unseren Ertrag somit erweitern. Hier muss noch ein bisschen geschnitten werden, das ist aber schnell gemacht, werde ich jetzt nämlich heute machen, weil heute ist noch was anderes dran. So, das ist eine Erneuerung, die wir uns geholt haben, ein kleiner Obstbaum, der ist ganz frisch bei uns eingezogen und zwar ist es eine Tellernektarine und ein paar Blüten sind schon dran, ich weiß nicht, ob er dies Jahr tragen wird, ich glaube weniger, aber wir lassen uns überraschen und ich habe den extra so gestellt, dass er von mittags so oder von morgens ab 10 Uhr circa immer schön
den ganzen Tag über Sonne hat und einigermaßen geschützt ist. Dann soll er ungefähr 3 Meter hoch werden. Und wenn er das schafft, dann gibt er uns auf der Terrasse zur Mittagszeit auch noch ein bisschen Schatten. Und wir haben hier schön einen kleinen Sichtschutz oder wie man es haben will, halt einen Schattenspender und schön Früchte direkt, wenn man aus der Tür rauskommt. So, hier unsere nächste Erneuerung. Wir haben uns einen Birnenbaum zugelegt. Ihr wisst von ganz früheren Videos noch, klar, wir hatten Birnenbäume, aber die haben nicht mehr getragen und die waren zum Teil schon kaputt und da haben Befall gehabt. Und ich habe mir jetzt hier hinten im Garten einen neuen gesetzt. Der ist schon recht hoch. Wir haben hier natürlich unsere kleinen Büschel, wo schon Blüten kommen werden und alles. Vielleicht haben wir Glück, der trägt 1-2 Birnen. Wissen wir noch nicht. Aber wir lassen uns einfach mal wieder überraschen. Auf jeden Fall einer von 3 neuen Bäumen. Jetzt sind wir wieder vorne im Garten oder in unserem Vorbeet. Hier haben wir unsere Blaubeeren. Die ersten blühen auch schon. Das sind die frühen Blaubeeren. Da hinten sind natürlich wieder die späten Blaubeeren. Das hier ist nichts Besonderes. Wir müssen mal gucken, was wir hier raus machen werden dieses Jahr. Ich glaube 500 Gramm oder 1 Kilo habe ich noch eingefroren. Könnte ich eigentlich mal in den Pudding hauen. Aber hier werde ich mich wieder drauf freuen, weil die schmecken einfach wunderbar. Und es ist aus dem eigenen Garten. Wie gesagt, 5 Büsche sind das, glaube ich. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5 Büsche. Und da wollen wir mal schauen, was es dieses Jahr bringt. In einem anderen Video, was vom letzten Jahr ist, habe ich euch ja gezeigt, so ein bisschen Gartengestaltung. Was wir vorhaben, wie das aussehen soll. Ihr habt meinen vorderen Garten gesehen, wie er wirklich ausgesehen hat, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat, nichts gemacht und Rasen hoch und hier und jenes. Ich blende euch das gerade mal ein. Da habe ich euch ja ungefähr gesagt, was ich machen möchte, wie ich das vorhabe, was wir mit dem Gulli machen wollen und alles. Und das hat sich alles so ein bisschen geändert, wie ich immer bin. Wenn ich meine Meinung jetzt sage, kann sie morgen schon wieder anders sein, weil mein Plan hier oben im Kopf, der ändert sich immer gerne mal. Aber ich gehe mit euch jetzt mal in den vorderen Garten. Ich zeige euch ein Bild von hinten, damit ihr mal das Ganze seht und gehe mit euch mal einmal hier durch. Ja, das ist der Garten. Und zwar so wie er bis jetzt aussieht. Der ist noch nicht ganz fertig, aber wir haben unser kleines Beet. Wir haben unseren Weg, wie wir das gesagt haben, gemacht. Wir haben jetzt keinen Kies hier drin, aber wir haben Holzhackstützel genommen, was in meinen Augen jetzt auf jeden Fall viel geiler aussieht. Und wir haben uns hier was Schönes aufgebaut. Ich nehme euch jetzt mal an die Hand und dann zeige ich euch. Es war immer der Plan, dass man hier so reinkommt. Hier vorne wird noch ein Rosenbogen sein. Dann gehst du hier rein. Und hast hier einen schönen Weg. Hier werden noch Blumen und eine Flechte oder wie heißt, oder Weide. Mal schauen. Noch ein paar Blumen, ein paar Kräuter. Und da war der Gulli. Den Gulli habe ich jetzt einfach mal versteckt. Unter diesen Holzhackschnitzeln. Und einen Teil, dann habe ich hier noch einen Blumenpott, noch einen zweiten Stein. Diese beiden halten den großen hier fest. Man könnte jetzt fast sagen, dass es aussieht wie ein Grab hier. Und da hat man schon die nächste Idee gehabt, aber die erzähle ich euch gleich. Und hier wird noch ein Katzenbaum reinkommen, hier so in die Ecke. Dieses kleine weiße Buschelzeug oder wie es heißt, also, oder ob das ein Flieder ist. Auf jeden Fall wird das hier reinkommen und dann noch ein paar, vielleicht ein paar Kräuter, ein paar Blumen und sowas. Die Bank, die wird noch bis hinten an die Wand rangehen, da werde ich noch hier ein paar Steine wegkloppen. Und ich wollte keine Palisaden reinhauen, deswegen hatte meine Frau eine richtig geile Idee gehabt. Und wir haben einfach die Dachziegel genommen. Wir hatten auf dem Dach noch ein paar Dachziegel drüber und die haben wir jetzt einfach mal halbiert, durchgeschnitten, einmal komplett rum rein. Und jetzt haben wir unsere Umrandung und ich finde, die sieht richtig geil aus. Das ist im Moment der Vorgarten, wie er jetzt aussieht. Ich zeige euch mal ein paar Bilder, die habe ich noch geschossen nebenbei. Wie das bei der Arbeit aussah und wie es vor und so. Wir haben erst das Beet gemacht, dann haben wir ausgehöhlt, Folie rein und sowas. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin zufrieden mit dem, was dabei im Moment rausgekommen ist. Und wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Also das ist noch nicht ganz fertig, ihr könnt da gespannt sein. Es wird auf jeden Fall ein richtig schöner Vorgarten werden, wo man sich mal hinsetzen kann und hier wird nichts mehr gemäht. Hier kommt kein Stück Rasen rein. Gut, weiter geht's. Wir haben hier noch unsere Mirabelle, die kennt ihr ja noch. Die fängt jetzt auch gerade wieder an zu blühen, richtig schick. Ich habe den aber jetzt erstmal mit dem Stab gerade gemacht, weil die sonst rübergeknickt wäre von dem Stamm hier. Und ich möchte, dass die jetzt erstmal richtig schön gerade wieder hochgeht. Ich werde die vielleicht auf maximal 2 Meter bis 2,30 Meter halten und dann richtig schön buschig machen. Und damit die aber gerade geht, lasse ich jetzt hier einen Stock drin, habe die festgebunden. Das bleibt ungefähr 1 Jahr, 1,5 Jahre, müssen wir mal schauen, einfach mal ausprobieren.
Aber der wird uns dieses Jahr bestimmt wieder was bringen. Wir haben den erstmal geschnitten. Wie man Bäume schneidet, werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt. Und jetzt kommt der letzte Baum, den wir noch haben, von den neuen, den wir uns angeschafft haben. So, hier ist der letzte Baum. Natürlich ein Apfelbaum. Den haben wir jetzt vorne an unserem Tor stehen, damit das irgendwann, wenn er hochbuschig wird, wie so ein kleiner Bogen ist, durch den man durchgehen kann. Das wird bei dem hier aber noch Jahre dauern, bis der soweit ist. Ich denke mal, ich habe hier den gängigsten Apfel genommen, den man sich überall holt. Das ist ein Cox Orange. Das Schöne an dem ist einfach, er ist lagerfähig. Und er schmeckt und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich hätte natürlich jede andere Sorte nehmen können, aber wie gesagt, lagerfähig, Standardapfel schmeckt. Nur wie ihr seht, der ist noch sehr klein und auch den müssten wir ein bisschen gerade machen. Ich denke mal, es wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis der wirklich tragen wird. Und wenn, dann erstmal nur ein paar kleine Äpfel, aber den lassen wir erstmal so wachsen. So, schon sind wir wieder hinten im Garten. Ich habe auch schon ein bisschen Gemüse rausgebracht und mein ganzer Plan im Gemüsegarten muss natürlich wieder über den Kopf geworfen werden. Ich hatte nämlich ein kleines Feld, das hier vorne. Da sollten eigentlich später Gurken rein. Dann hat meine Frau aber mir einen kleinen Sack gezeigt, sagt hier für den Kompost, was war da drin? Gekeimte Kartoffeln. Also natürlich wieder Kartoffeln angebaut. Mal schauen, ob wir das dieses Jahr durchkriegen mit denen, dass wir ein bisschen mehr Ertrag, besseren Ertrag kriegen als das erste Mal, wo wir es probiert haben. Die Gurken müssen woanders hinziehen. Schauen wir mal. Aber ich gehe mit euch da jetzt auch nochmal durch. Wie gerade gesagt, in dem Bereich hier vorne haben wir jetzt unsere Kartoffeln. Ich habe da insgesamt 18 Kartoffeln ausgesät in drei Reihen. Gut, die dritte Reihe hier unten, die sieht man jetzt nicht so schlecht, nicht so gut. Aber wir müssen mal schauen, was daraus wird. Hier hinten unter dem Vlies, da habe ich jetzt meinen Kohlrabi drin, den Superschmelz. Ich hoffe, dass ich den noch nicht zu früh draußen hatte. Wir müssen es einfach mal beobachten. Aber im Moment sieht er noch ganz gut aus darunter. So, hier die zwei nächsten Beete. Ich habe hier vier Erbsen drin. Leider sind mir zwei schon kaputt gegangen. Die muss ich nochmal neu sehen. Eine kommt richtig gut. Die zweite weiß ich noch nicht, ob die was wird. Aber ich werde nochmal welche nachsehen, dass die vorgezogen werden. Und dann müssen wir die nochmal rausbringen. Hier habe ich meinen Blumenkohl drunter. Der sieht auch noch ganz gut aus. Aber da müssen wir mal schauen. Wir müssen einfach mal alles weiter gießen, beobachten und gucken, wie es wird. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Rundgang mal einen machen, dass alles schon ein bisschen besser angewachsen ist. Mal den Vlies abmachen, dann könnt ihr euch den mal direkt angucken. Zwischendrin habe ich hier überall mal ein bisschen Petersilie drin. Und hinter mir ist auch noch die Minze, die wieder kommt. Und der Rest, der ist noch am Vorziehen und das dauert noch ein bisschen. Aber ein Feld habe ich noch. Eines meiner Sorgenkinder, Möhren. Ich habe die jetzt diesmal unter Vlies draußen in der schönen Reihe und ich werde auf jeden Fall auf die mal richtig achten, auch wirklich vereinzeln und alles. Ich kann aber wieder nicht sagen, ich habe es noch nie wirklich geschafft. Es war wirklich mal eine kleine Kuppelmöhre dabei oder so. Aber irgendwann muss es was werden. Hier schauen wir mal nach. Dazwischen den beiden Feldern habe ich natürlich wieder ein bisschen Petersilie gepflanzt. Andere Kräuter habe ich noch woanders drin. Aber ich denke mal, die Kräuter, die interessieren jetzt erstmal nicht. Das kann ich einfach mal zwischendurch nochmal zeigen. Das sind einfach nur Petersilie, Dill und Salbei, Rosmarin, Thymian, sowas alles. Einfach die Standardkräuter. Und hier sehen wir noch unser Frühbeet oder unser Beethaus oder selbstgebasteltes. Das ist jetzt einfach mal vollgepackt mit Kopfsalat. Man sieht jetzt noch nicht viel. Hier kommen vielleicht schon vereinzelt welche raus, aber das dauert auch noch, bis die durch sind. Und da müssen wir einfach mal abwarten. Wir machen den wieder zu, lassen da ein bisschen Sonne drauf knallen. Und dann schauen wir mal rein, wenn es was wird. Unsere Erdbeeren. Aber leider nicht die, die wir angebaut haben aus Japan oder aus unserem Gewinnspiel. Weil die Japan-Erdbeeren, da ist wirklich gar nichts draus geworden. Ein oder zwei kleine kamen raus und ich glaube, das habe ich zu früh gemacht. Aber die sind sofort wieder kaputt gegangen. Ich werde das nochmal versuchen. Ich werde mir nochmal so ein Packen bestellen. Aber nicht dieses Jahr, ich habe mir jetzt einfach drei andere Sorten bestellt. Ich habe hier jetzt die Tristan drin, die Rosana und die Merlan. Und habe die einfach hier als 30er Pack hingestellt, also 30 Erdbeeren haben wir hier drin. Und wie ihr seht, das hier war der Freilauf vorher von anderen Hühnern. Das heißt, ich habe hier einen Hammer Boden drunter. Habe die natürlich noch mit ein bisschen Erde untergemischt, dass nicht die Hühnerkacke, sage ich mal, oder unser Dünger, dass die jetzt nicht hier extrem an die Erdbeeren rangeht, sondern dass das alles schon ein bisschen vermischt ist.
Hier sind natürlich auch schon ein paar Blüten dran und wir beobachten einfach, wir warten darauf, dass sie jetzt endlich kommen. Dauert noch ein bisschen, die Zeit ist ja noch nicht reif dafür, aber bald wird es sein und dann können wir schon mal ein paar Erdbeeren hier abzupfen. Ein paar kleine sehen wir sogar schon dran, aber das schauen wir mal. Und ich glaube, das sind jetzt die letzten beiden Sachen, die wir hier haben. Warte mal, schnell überlegen. Ja, sind erstmal die letzten beiden Sachen, die jetzt kommen. Hier seht ihr dunkel, da hatte ich ja letztes Jahr den Rucola, den habe ich jetzt weggemacht. Und jetzt haben wir da Bärlauch drin. Ich bin mit dem Bärlauch ziemlich spät rausgekommen. Problem ist einfach gewesen, shitte Krankheiten. Wird man von einer Person, von einer anderen Person angesteckt und dann liegst du flach. Und ich muss gucken, ob die jetzt noch kommen, weil normalerweise ist das so um den Gefrierpunkt, wo man die rausbringt. Und dann sollten die jetzt schon längst da sein. Wir warten es ab und schauen mal einfach nach. Auf jeden Fall hier hinter mir, da ist ein netter Strohballen, den wässere ich jetzt schon seit ein paar Tagen und den werde ich jetzt auch noch mal wässern. Und zwar ist dieser Strohballen für unsere Pilze gedacht. Und Stichpunkt Pilze, wir machen eine Pilz-Challenge, ganz einfach mal so aus Jux. Unser Gartenkanal, also der Gartenkanal, der hat ja eine Wassermelon-Challenge gemacht, die wird ja dieses Jahr auch wieder kommen. Schaut euch das mal einfach an. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt die auf jeden Fall. Aber wir machen eine Pilz-Challenge. Wir wollen mal gucken, wer welche Pilze anbaut, wie er sie anbaut und was so an Ernte bei rumkommt. Das heißt, wenn ihr gerne mitmachen möchtet, könnt das gerne machen. Wir werden drei Videos drehen, einmal vom Anbau, die Pilze vorstellen, was wir machen, einmal zwischendurch, wie es geworden ist oder ob man schon was sehen kann. Und das letzte, die Ernte und wie viel man insgesamt rumgekriegt hat. Und die Pia von Schrebergarten 2.0, die macht auf jeden Fall schon mit. Das finde ich auch richtig geil. Ich freue mich auch schon auf das erste Video von dir da. Und ich werde jetzt hier nochmal wässern, werde dann auch gucken, dass ich anpflanzen kann und werde dazu das Video drehen. Und dann geht das mit der Pilz-Challenge bald los. Und wie gesagt, ihr könnt gerne mitmachen und meldet euch einfach oder nehmt von uns die Bilder weg. Und wir verlinken uns dann einfach da drin. Habt einfach Spaß dabei. Es geht nicht darum, dass jemand der Beste ist oder so. Es geht einfach nur darum, Spaß zu haben und was Neues auszuprobieren. Gucken, was die anderen machen, wie die anderen das machen. Also, wem das jetzt erstmal für das erste Video nach langer Zeit wieder gefallen hat, der kann jetzt auf der linken Seite einfach mal ein bisschen abonnieren. Und ja, ein bisschen abonnieren ist richtig. Nee, ihr könnt da kostenlos abonnieren. Und unten könnt ihr noch mal ein paar andere Videos anschauen. Einfach weiterempfehlen, dranbleiben. Geht in den Garten, das Wetter ist jetzt richtig Hammer, es kommt der Sommer und habt einfach Spaß an der frischen Luft. Sitzt nicht vor der Glotze rum, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao.